Ja, meine Freunde, willkommen zurück hier beim Let's Play von Omsi, der Omnibus Simulator 2. Wir spielen hier heute in Neuendorf, beziehungsweise fahren mit dem Stadtbus O305 in der, ich glaube, ganz normalen Variante. Also, ich glaube, der hieß einfach nur Stadtbus. Und zwar als Schaltwagen-Variante. Ja, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dieses Add-on zu installieren. Und ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Bus ein bisschen an, weil. Um den geht es hier ja heute eigentlich. Kann man das aufmachen? Ja, hiermit kann man die Türen dann eben auf und zu machen. Snook LP ist natürlich wieder unser Kennzeichen. Kann man hier sonst noch irgendwie rumspielen? Nicht, dass ich wüsste eigentlich. Aber ich kann euch mal ein bisschen was über den Bus vorlesen. Fällt mir da gerade ein. Wartet mal, wartet mal. So, eben das Handbuch geholt. Was haben wir denn hier? Ah, ich glaube, das ist er. Standardbus 1977. Hierbei handelt es sich um einen Stadtbus, der kein konkretes Vorbild hat. Aber mit seiner elfenbeinfarbenen Lackierung und seinen roten Kunstledersitzen die Zeit der 1970er und 80er Jahre widerspiegelt und so in vielen kleineren und größeren Städten im Stadtverkehr anzutreffen war. Der Wagen ist, wie die Berliner Variante, auch ein Stadtbus, Mercedes-Benz O305, der sich aber optisch und in Funktion vom Westberliner Pendant unterscheidet. Optisch sticht sicherlich die andere Front ins Auge. Während in Berlin die sogenannte Stülpfront, Standard-Überlandbus, verwendet wurde, wählten viele Verkehrsunternehmen in der Regel die Standardfront des FÖV1 mit gewölbter Scheibe. Unseren Mercedes-Benz O305 können Sie dabei als Variante mit Augen Automatikgetriebe oder als Schaltwagen fahren. Wir fahren die Schaltwagen-Variante. Außerdem ist hier ein Bild von dem Berliner Bus und deswegen wurde da vorhin gesagt, dass er elfenbeinfarbig ist, aber der hier ist ja mehr so grün in Neuendorf. So, Handbuch weggeschmissen. Haben wir hier sonst noch irgendwie was zum Kaputtmachen? Mal gucken. Das kann man auch nicht öffnen. Gucken wir mal hier im Fahrgastraum. Ja, hier hinten ist die Scheibe auch ein bisschen gewölbt, meine ich hier. Ich weiß aber auch nicht, kann man schlecht erkennen. Ihr Fenster hinterher kann man auf und zu machen, wie man eben will. Im Winter sollte man die natürlich zulassen. Aber da erzähle ich nichts Neues. Haben wir sonst noch irgendwie was? Ja, Stopptaste kannst du natürlich auch drücken. Kann man hier auch. Die Türen so automatisch öffnen, ist auch gut gemacht. Kann man so ein bisschen rumspielen. So. Dann komme ich noch eben hier noch die andere Sicht wieder rein. Oh, hier können wir nochmal aufs Cockpit gucken. Ja. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich losfahren. Also hier ist das Cockpit, ist so ein bisschen auch wie, ja, eben die Busse in Berlin. Also eine große Umstellung ist das jetzt nicht, bis auf das Schaltsystem eben. Ja, und deswegen machen wir noch mal die Elektrik an. So eine Linie habe ich noch nicht ausgewählt, aber ich will den Werksverkehr fahren. Mal gucken, ob wir den fahren können oder ob es zu früh oder zu spät ist. Aber das werden wir ja noch erfahren. Als nächstes machen wir den Motor an. Natürlich muss kein Gang drin sein oder darf kein Gang drin sein. Dann lösen wir die Handbremse, Kupplung treten, ersten Gang reinmachen und let's go. So ein bisschen kenne ich mich hier in Neuendorf schon aus, weil ich hatte das Add-on auch schon, als ich noch Omsi 1 hatte. Und deswegen brauche ich eigentlich keine Hilfsweile. Eigentlich.
Ey, warum? Geht doch. Da kommt noch der eine oder andere. Der VW-Bus biegt ab. Okay. Okay, dritter Gang. Hier an der Aral-Tankstelle müssen wir links abbiegen. Schnell weg vor dem. Na gut, und ich darf das Schalten natürlich nicht vergessen. Auch in der Kurve. Boah, ist ja kein Problem. Ich habe ja noch nicht mal Führerschein. Ich bin 14 Jahre alt. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber ist ja gut, dass es OMSI gibt. Da kann man ja dann schon so ein bisschen üben und hat dann vielleicht einen leichten Vorteil, wenn man dann zu seiner ersten Fahrstunde ankommt. Dann guckt der Fahrlehrer bestimmt dumm. Aber werden wir ja sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich glaube, hier muss ich jetzt rein. Ein Kollege von uns. Oh, ist das richtig? Ich zweifle da gerade so ein bisschen dran. Oh, kam der denn jetzt her? Aber ist ja nochmal gut gegangen. Nee, ich muss doch nochmal die Hilfsfalle hier einschalten kurz. Wo darf ich denn jetzt rein? Na, ich fahre einfach nochmal weiter. So, im zweiten Gang müsste der schaffen anzufahren. So ist es. Den Werksverkehr gern fahren. Ja, da vorne. So, da kommt bestimmt keiner. War jetzt einfach mal so geraten. Und hier ist, glaube ich, die Haltestelle für den Werksverkehr. Oder? Na, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier rein, wie es aussieht. Warte, Bremsenbus. Hier und jetzt hier rein. Okay, wir müssen natürlich zum Einstieg, ist ja klar. Okay, Gang raus. Da muss ich leider N noch verdrücken und kann das leider nicht an mein Links, wie heißt es hier, an meiner Gangschaltung machen. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal den Fahrplan an. Also Linie E-Werkverkehr. Wann fährt er denn wieder? 10.10 Uhr. Wir haben 7.27 Uhr. Okay. Dann spulen wir mal auf 10.05 Uhr vor. Komm. 10.05 Uhr. Okay. Es wurde ein Tacken heller. So, und jetzt gucken wir mal. Eins. Ja, ist immer noch das gleiche. Okay. Gucken wir mal hier auf den Plan eben.
Okay, nach Bütscherwerke. Die ganze Fahrt dauert 5 Minuten, dann machen wir da 2 Fahrten von. Oder ich muss selbst gleich mal gucken, wie lange ich aufnehme. Am schönsten wäre es ja, wenn ich hier von 2 Folgen machen könnte, aber da träume ich jetzt auch nur von. Kann ich hier, muss ich das manuell machen mit dem? Wo haben wir denn? Betriebshof, Bahnhof Neuendorf. Bütscherwerke, okay. So, ich hoffe, die steigen ein, die Chinesen hier. Sonst muss ich hier, glaube ich, rumhantieren. Ah ja, das war F5 und dann Bild hoch, glaube ich. Jetzt müssen wir hier das E suchen. Na, da gehe ich, glaube ich, lieber zurück, weil... Oder auch nicht. Wie lange habe ich noch? 7 Minuten fast. Das müssen wir eigentlich schaffen. Ach, 9. So. E. Das müsste das F8 eigentlich sein. Leerfahrt. Sonderfahrt. Schulbus. Werkverkehr. Warum wollen die nicht einsteigen? Ist das ihr verflucht? Ich habe sie doch komplett neu installiert. Das E hätte ich vielleicht auch in die Mitte setzen können, aber ist ja nur ein Schönheitsfehler. Wollt ihr denn mitfahren heute in meinem Bus? Ich glaube nicht, wie es aussieht und ich... Den Popkiller richtig mal wieder ein bisschen besser aus eben. Ja, so muss das in Ordnung sein. Ja, warum wollen die Chinesen nicht mitfahren? Um 14 nach fahren wir, dann machen wir 13 nach. Spielen wir doch noch ein bisschen vor. 13. 00. Okay. Okay, und sie wollen immer noch nicht mitfahren. Ein Mysterium ist das, ja. Und deswegen setze ich mich in Bewegung, ohne Fahrgäste zu den Bötcherwerken. Das bringt es auch. Okay. Gang rein. Und wir rollen schon. Und los geht's. Hier dürfte ja eigentlich keiner kommen. So ist es. Ja, hier müssen wir weiter. Okay, ab zu den Bütcherwerken. Jetzt mache ich einfach mal aus Spaß hin 6. Gang rein, obwohl das ja gar nichts bringt. Aber ich wollte nur mal gucken, ob der auch wirklich 6 Gänge hat. So, und wir können wieder in den 1. gehen. Hier haben wir auch noch so ein extra Schild mit dem Bütcherwerke. Steht da, glaube ich, drauf. Oder Werkverkehr, oder? Ja, Bütcherwerke. Hier steht eben Bahnhof Neuendorf drauf. Also werden wir das gleich wechseln. So, jetzt war doch mal bitte grün, du Ampel. Denn ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
Der ist doch bestimmt noch über Rot gefahren. Oh, jetzt kommt der Oppi da. Passt das? Okay, dann wandern wir jetzt den Rückwärtsgang hier ein. Hä? Ich hab doch Rückwärtsgang. Ich hab den Rückwärtsgang noch eingestellt. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Den Rückwärtsgang, den habe ich aktiviert. So, runter und... Na, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jetzt haben wir ein bisschen Verspätung, aber ich glaube, das holen wir noch auf. Hier geht's zum Betriebshof, aber da wollen wir nicht hin. Wir müssen weiter geradeaus. Ach, jetzt ist da rot. Mann, ey. So, erster Gang schon mal wieder rein. Und ich würde sagen, los geht's. Das ist total unlogisch. Der erste Gang hört sich erst doch so gut an, aber dann sofort ist er am Ende, am Limit. Sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Na, wir haben heute aber auch ein Pech mit den roten Ampeln.